in den obersten Keller. Aber vorher nochmal Kleider kaufen. In den letzten Tagen kam Farm Together 2 raus. Ich weiß nicht, ob euch das Spiel interessieren wird. Juna, was hältst du denn von unserem Kleidchen, was wir gerade tragen? Das mit dem Pferdchen. Das hier. Mit den Hotte Hüs. Das braune Kleid ist auch nicht schlecht. Meisterdiebe, Ninja, Spezialkleid. Ich weiß nicht. Stern. Ah, Zitrone ist auch nicht schlecht. Suchscheinkleid. Lichtspielkleid. Ich will sie nur kaufen. Als Prinzessin muss unser Kleiderschrank gefüllt sein. Dieses Klischee müssen wir erfüllen. Ich habe die Juna gefragt, der Justin antwortet. Gut. Wunderbar. Na, nicht wirklich. Ja, muss ich auch sagen, ich habe Farm Together 2 jetzt heute mal so 2-3 Stunden insgesamt gespielt und mich reicht's nicht wirklich. Es ist wirklich, sie haben zwar alles neu gemacht, aber es ist sehr viel wie Farm Together 1. Nur, dass du halt deine Lager nicht mehr auf deiner Farm hast. Die haben so Kleinigkeiten verbessert, ne? Autotraktor zum besseren Abgrasen und Ernten. Ein paar Zeiten halt geändert. Und du hast jetzt eine kleine Stadt. Es ist in Ordnung, besser als das braune zum Kleid. Echt? Okay. Eine Kung-Fu-Geschichte. Okay. Oh, wir haben ja jetzt eine Kampfsportlerin. Ich finde es schade, dass es hier keine Heftchen mehr gibt. Hier so ein kleines Heftchen oder so wäre ganz nett. Ich glaube, das ist aber auch das letzte, meine ich, hier hinten. Cowgirl haben wir, Kung-Fu-Mädchen haben wir, Ninja, Fechterin haben wir. Das sind nicht alle drauf, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Also Meisterdetektivin und Agentin oder... ist nicht drauf. Das kam von der Trainingshalle. Meister! Da hat sich wohl jemand überschätzt. Ich habe versagt. Wenn nur ein Kung-Fu-Ass hier wäre. Oh, dieses Licht. Wir können einen anderen Weg nehmen. Bitte leih uns deine Kraft. Danke für deine Hilfe. Na dann. Müssen wir den Meister zur Hilfe eilen. Ja, dann auf. Gibt's hier noch irgendwas? Ja! Ich hab's irgendwie gespürt. So, machen wir die mal ein bisschen stärker. Ich weiß nicht, ob Ninja eher...
Japanisch oder Chinesisch sein? Kümmere dich nicht um mich. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Ui. Jetzt gibt's aber. Ciao, Che. Auf die Schnauze. Bing, 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 bing. Ah, herrlich. Wisst ihr, was interessant ist? Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich ein Spiel für mich alleine gespielt habe. Also ein größeres. Ohne dass ich das mit euch gestreamt habe. Was? Ein Kung Fu Ass? Lasst sie nicht durch! Oh, komm schon, wirklich. Der erinnert mich so ein bisschen an den Minions-Film. Wo diese eine kleine, mollige Dame, Meisterin des Kung Fus in den Minions, das zeigt, was beigebracht hat. Oh ja, jetzt erstmal. Jawohl. Okay, alles verdreschen. Diese Verkleidung wird dir nichts nützen. Ha! Lutscht meinen mächtigen Uterus, ihr Lappen. Rettet unseren Meister, wir zählen auf dich. Wir halten sie auf. Okay. Oh, ich habe letztens Master of Tai Chi gesehen. Das war eigentlich auch ein lustiger Tai Chi-Film. Und da hat Jackie Chan halt einfach irgendwie so einen gammeligen Koch gespielt. Und hat sonst nicht viel gemacht. Das war voll lustig. Ich bin nur ein Koch, ich bin kein Schüler. Man hat dann irgendwie mit dem Kochlöffel oder so die feindlichen Gruppen verdroschen. Du bist besser als ich dachte, Alter. Ich hab dir gerade den Arsch versohlt. Dann sehen wir uns beim Trainings-Dojo wieder. Wie, du gibst schon auf. Ist ja etwa eine Kung Fu Ass? Ja, das ist einfach. Natürlich kann die Peach alles. Sensei! Shifu! Bifu! Mifu! Haha! Lass es mir doch nicht entgehen, hier alles kurz und klein zu dreschen. Das könnt ihr vergessen. Einfach kaputt machen. Kann ich mittanzen? Oh, das wäre cool. Nee, das macht die Peach nur, wenn sie im normalen Dress ist.
Ich habe sie elegant besiegt und habe dafür den Rest der gesamten des Trainingsdojos auseinandergenommen. Komm her, du Lappen! Fürchte dich vor dem mächtigen Kick des Uterus! Bam! Ja. Die Gebärmutter des Todes! Entschuldigung. Erstmal die teuren Vasen kaputt machen. Kann man mal machen. Welch Beinarbeit. Tja, kannst du mal sehen. Zur Trainingshalle geht's hier entlang. Ja, aber ich will gucken, kann ich hier nicht noch irgendwas machen? Piu, 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 piu. Kann den kleinen Lümmel nicht auch verprügeln? Hier endet deine Geschichte. Au. Super. Ich hab da, ich will mal was gucken. Warum? Aber dieses Spiel macht mir doch. Schande, hier zu versagen. Rette unseren Meister. Bam, ins Kreuz, von hinten. Den nächsten Typen lass ich meine Stinkeschlappen schmecken, ey. Meister, Rettung naht. Schauen wir nochmal ein Herzchen. Oh, ich habe doch einiges abgekriegt. Alter. Ich verdresche hier gerade deine gesamte Mannschaft, du Lappen. Wir müssen mal Hyrule Warriors spielen. Das hat mir in der Demo sehr gut gefallen. Das habe ich auch noch im Schrank stehen. Eins oder zwei Stunden gespielt. Da fragen wir das mal nicht. Er ist dort drin. Rettet die Halle. Mach mal, alter Mann. Und wenn ich mit dir fertig bin, dann blutest du Sojasauce.
Weißt du, aufwendige Bauer haben oder Erbauer haben diese Tore gebaut, damit ich hier einfach auftrete. Ja, nicht schlecht, jetzt sind das. Ja, komm her, bam. Ich habe jetzt auch Goku trainiert. Fuck, ich bin im Arsch. Ja. Alles klar. Easy peasy lemon squeezy. Ja, aber das passt schon. Drei Stück haben wir noch offen. Die Frage ist, wer könnte das sein? Bis auf die Kung-Fu-Dame müssten wir eigentlich alle durch haben. Oder es gibt noch zwei Stück, also eines kommt, es bedeutet, es gibt noch zwei Outfits, die wir kennen. Machen wir den Level, machen wir den Etagen 3 Boss.